Wieder mal herzlich willkommen bei Joys and Friends. Heute werden die Freunde vorgestellt und deswegen möchte ich gleich weiterleiten an den ersten Freund, Kami. Ja, und mein Name ist Pol. Kami Pol. Ich komme nicht von diesem Planeten. Und ich bin Gangster. Ich bin Baujahr August 2006 und ich kenne Josie seit 2010. Als sie kam, war das Leben ganz chillig, aber sie zerstörte meine Ruhe und mein Reich. Aber genug von Josie, erzähl mir von mir. Ich bin Gami und bin Gangster und häng gern rum, schlitz auf, fang ein, jage, aber ich hab eine Phobie. Ich hasse nackte Füße. Wenn ich sie sehe, dann greife ich sie sofort an und muss ihnen einfach wehtun. Und wenn euch das nicht reicht von mir, dann komme ich bei euch zu Hause vorbei. Mehr darf ich finden. So, jetzt kommt die zweite Freundin von Josie. Nämlich... Lilly. Lilly ist 5 Jahre alt und wohnt bei meiner Oma. Zuerst war sie bei meiner Mama und jetzt sind sie umgezogen zu Josie bei meiner Oma. Das Kennenlernen von den beiden Josie und Lilly folgt daher, weil sie jetzt bei ihr wohnen. Also, Josie ist natürlich ganz toll und beschützt die beiden. Auch wenn zum Beispiel ein anderer Hund kommt, beschützt sie der sofort. Also, sie sind so sozusagen eine Familie. Lilly ist 5 Jahre alt und ihr Hobby ist Insektenjäger. Warum Insektenjäger? Weil sie oft Spinnen, Fliegen, alles Mögliche manchmal mit nach Hause bringt und die meistens noch leben, leider. Sie hat einen Bruder, den ihr nachher auch noch sehen wird. Das ist nämlich der dritte Freund von Josie und der heißt Felix. Und Lilly und Felix sind Geschwister. Und ihr werdet bald sehen, die sehen fast genauso gleich aus. Und Lilly ist von den beiden die mutigere, die immer mit anderen großen Katern anlegt. Und da ist dagegen Felix ein echter Feigling, der haut er ihr ab, obwohl er der Junge ist und das hier das Mädchen. Und dann kommen wir noch zum richtigen Erlebnis von der Lilly. Lilly ist schon 2 Wochen nicht mehr nach Hause gekommen, leider. Und dann haben wir ganz viele Bilder, also Plakate, überall aufgehangen, bis sich eine ältere Dame gemeldet hat und sie dann vorbeigebracht hat. Da war sie ganz strubbelig im Fell und hatte lauter Zecken. Aber nach einigen Tagen ging es ihr wieder besser. Und jetzt hat vor einer Woche oder schon 2 Wochen war wieder etwas, da seht ihr es. Da oben an dem Kopf hier hat sie wieder sich mit irgendeiner Karte angelegt und hat daher so ein großes, da waren wir beim Tierarzt und der hat es dann hier wegrasiert und hat das alles schön sauber gemacht. Aber jetzt geht es ja auch wieder schon besser. Ja, und jetzt war das die Vorstellung von der Lilly. Davon werden auch viele Videos kommen, zum Beispiel wie sie mit Josie spielen und so weiter. Und jetzt werden wir dann gleich zum Felix kommen. Also kommt jetzt gleich der dritte Freund. Felix, das ist Felix. Er ist 5 Jahre alt und er wohnt auch bei meiner Oma und ist der große Bruder von Lilly. Obwohl er die Lilly, die mutigere zwischen den beiden. Vom Hobby her ist er eher ein Profi-Chiller, wie man sieht. Und er hat nämlich auch schon ein Tanzereignis, er war einige Tage krank. Und so war er sehr schwach, anscheinend hat er was Falsches gefressen oder so. Und war im Keller und hat sich nicht berührt. Auf jeden Fall war das jetzt nur eine ganz kurze Vorstellung von dem Felix. Und ja, ich will gleich nochmal rüberfilmen zum Schluss. Denn die wohnen jetzt alle zusammen in einem Haus. Felix, Lilly und Josie. Deswegen kennen die sich auch ganz gut. Auf jeden Fall danke und jetzt geht's weiter zu Sonny.
jetzt noch ein bisschen. So, nun zum letzten Tier, Sunny. Ihr könnt sie vielleicht schon sehen. Hier kommt sie raus. Achtung, hier. Also, Sunny ist im Mai ein Jahr alt geworden. Ja, die haben wir von einem Bauernhof mal geholt. Irgendwo bei Regensburg war das. Und was sie ist, ist sie sehr verspielt. Und hier ist ihre Futterstelle. Und ja. Aber auf jeden Fall ist das Sunny. Somit erstmal die letzte Freundin. In die Kamera. Nur eine kurze Vorstellung. Und dann wie ihr bemerkt, hat sie momentan, jetzt zeigen wir nur Katzen als Freunde. Aber es wird irgendwann ein Video folgen, da kommt ein Hund. Das große Kennenlernen von Benny. Und da werden auch gute Videos kommen, wenn die sich gut verstehen. Aber das müssen wir erst machen. Und so, lasst euch überraschen auf das nächste Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und ein Like da lasst.